Herzlich willkommen bei Irene Genetics. Heute ist der zweite Tag in Brisbane und ich bin beim Lone Pine Koala Sanctuary. Das heißt, gleich werden ein paar Koalas und Kängurus abgefilmt und gesehen. Ich mache jetzt auch noch so ein kleines Tier hier. Also wird auf jeden Fall der Hammer werden. Was sind für Viecher? Fledermäuse. Gerade am Schlafen. Und hier sind die Koalas. Hallo. Scheinen ja ganz müde zu sein, die Koala-Tiere. As much of the snake as you can. Oh, I can wrap her up in my mind. Randy, and then where she go? From the eucalyptus. But this is actually not true. If you have a look at this leaf breakdown, you can see there's only 5% sugars and starches. So it's actually quite a low energy diet, and that's the real reason they appear to be so sleepy. They need to be... Tuttle. Oh, jetzt nach den Koalas geht's erstmal zu den Kängurus. Scheint hier zwei Eingänge zu geben, zum Kängurus, einmal für Erwachsene, einmal für Kinder. Das sieht ja richtig süß aus. So, jetzt geht's erstmal durch hier. Angekommen bei den Kängurus. Die ganze Herde hier. Am Chillen. Which one do you like the best? Got any favorites? I don't know. Ich brauche einfach die Sache. Wunderschön hier. Der Wahnsinn. Hier ist das Alpha-Tier. Emu. Heute ist es richtig warm. Ungefähr 30 Grad und Sonnenschein. Aber es ist wirklich jeder Hammer mit den ganzen Emus, die hier frei rumlaufen, den Kängurus. Noch nie gesehen. Das war das wirklich das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. Kangaroos West Area, Kangaroos are dreaming. Und da ist der erste schon am Trödeln. Ja, der zweite im Gebüsch. Da vorne sind noch mehrere Kangaroos. Also wirklich der Hammer. Der absolute Hammer. Dieser schlafende Kandidat hat ja fast so dicke Oberarme wie ich. Hier auch überall Kangaroos in der freien Wildbahn. Geil. Als nächstes geht es mal in diesen Bereich hier rein. Scheinen wohl australische Schafe zu sein, da vorne auch glaube ich Koalas. Das ist eine Raptor-Show. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr weitläufig hier und auf jeden Fall der absolute Hammer. Niemals gedacht, dass der ganze Park so riesig ist. Ich habe wahrscheinlich erstmal nicht mal die Hälfte gesehen. Auf jeden Fall gleich dann noch den letzten Bus wieder bekommen, weil da muss ich noch 2 Stunden mit dem Bus fahren, was nicht so geil ist. Vorne sind auch Kängurus, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Auch die Landschaft hier, einfach mal. Es ist jetzt fast Sommeranfang hier in Australien. Krokodil und Dingos sind hier vorne angeblich, guck mir mal nach. Rieseneidechse. Und hier auch. Und hier sind Dingos. Aber wo? Ah, da unten ist einer. Schnell ranzoomen. Wir müssen ja gleich schon mal runtergehen, um den Dingo zu sehen. Und da vorne ist auch ein Krokodil, aber ein ganz kleiner. Okay, schau mal. Ist hier gerade richtig enraged. Die Dingos, weil die werden gerade gefüttert. Schnell hingehen. Eine Dingo-Fütterung. He's
Oh. Aber Dingos sind ganz friedliche Tiere. Ich war vor 2 Jahren auf Fraser Island, auch in Australien, und da laufen die freier Wildbahn rum und die machen nichts. Davon muss man keine Angst haben. Das sind ganz normale Hunde. Lizard. Und hier wieder bei den Koalas. Hier sieht man noch ein Platylus, oder wie das nennt, das ist ein australischer, biberähnliches Tier. Hat hier am Rumschwimmen. Sieht man, glaube ich, kaum auf der Kamera, weil es hier so dunkel ist. Schwimmt die ganze Zeit im Kreis rum. So, das war mein Tag in Koala Sanctuary. Jetzt geht's zur Busstation, weil ich muss jetzt gleich leider noch 2,5 Stunden mit dem Bus fahren zur Wohnung, wo ich gerade bin in Brisbane, weil ich wohne echt außerhalb gerade momentan. Am Samstag geht's aber weiter zur Gold Coast. Wundert euch nicht, es könnte sein, dass diese Zeitansagen, die ich hier mache, im Video nicht stimmen, weil ich wahrscheinlich das Video erst nach meinem Urlaub zusammenschneiden und hochladen werde, weil es einfach zu viel Zeit kostet, an einem kleinen Laptop, den ich habe, da die ganze Zeit rumzuwerkeln. Das mache ich dann bei meinem Boss-PC zu Hause. Ja, und ich versuche jetzt einen Bus zu bekommen. Ist auf jeden Fall mega geil. Ich kann das Sanctuary auf jeden Fall empfehlen. Kostet ungefähr 25 Euro, aber das hier, man sieht hier alle australischen Tiere und das Licht wieder besser und kann hier mega die Fotos machen. So, Samstag geht's zur Gold Coast. Ja, dann heißt es jeden Tag am Meer zu sein und es wird der Hammer werden. Bis dann, euer Iron Genetics.